Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung mit Alex. Heute geht es um die 5 beliebtesten Kryptocoins, ihre Funktionalität und die Besonderheiten der Coins. Ja, außer dem Namen gibt es natürlich diverse andere Gründe, warum wir die verschieden bewerten und warum sie verschieden populär sind. Vorab gesagt, die meisten von ihnen basieren auf einer sogenannten Blockchain. Was das ist, seht ihr in einem anderen Video von mir. Aber wir wollen außerhalb der Blockchain jetzt vor allem auch mal auf die generellen Unterschiede eingehen. Also worin unterscheiden sich die Coins generell? Generell unterscheiden wir wie folgt. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung? Ja, wie viele Transaktionen werden da tagtäglich durchgeführt, durch wie viele Nutzer? Wie viel wurde bereits erschlossen, also die Block Size? Zielgruppenorientierung, also spreche ich damit gewisse Leute an oder eher die Masse? Zentral oder dezentral? Angebot der Coins auf dem Markt, die sind nämlich verantwortlich dafür, ob es eine Inflation oder Deflation gibt und entscheidend ist dabei, ob es einen festen Bestand an Coins gibt oder ob sie jederzeit per Nachproduktion nachproduzierbar sind. Gut, das also erstmal dazu, wir arbeiten das jetzt Stück für Stück auf und beginnen möchte ich mal mit dem Wort Marktkapitalisierung. Wie wird der Wert Marktkapitalisierung eigentlich oder wie entsteht dieser Wert? Und im Prinzip sagt die Zahl aus, Marktkapitalisierung sagt aus, wie viele Coins sind aktuell im Umlauf und wie hoch ist der Wert dieser Coins, die im Umlauf sind. Also kurz gesagt, wir haben eine Anzahl der Coins und wir haben einen Wert jedes einzelnen Coins und multipliziert man das miteinander, dann kommen wir auf die sogenannte Marktkapitalisierung. Wahrscheinlich immer noch ein Ticken zu hoch für den einen oder anderen, deshalb hier mal ein kurzes Beispiel. Starten wir mal mit einem Screenshot von coinmarketcap.com. Hier oben rechts fliegt mal der Link ein. Macht euch dort gern schlau oder guckt euch an, wie eure Lieblingscoins gerade stehen. Ansonsten hier einmal neben dem Namen immer die Market Cap zu finden, also die Marktkapitalisierung, daneben der Preis und Circulating Supply, was die Münzen im Umlauf bedeutet. Wir sehen jetzt also hier zum Beispiel mal ganz krass Ripple. Ripple hat 38 Milliarden XRP auf dem Markt. Und im Verhältnis dazu eigentlich eine relativ kleine Marktkapitalisierung. Dementsprechend haben wir also einen Preis von 0,2597 Dollar. Ja? Wenn also der Preis steigen sollte, dann müsste die Marktkapitalisierung steigen. Das heißt also, die Gelder, die in Ripple investiert werden, müssten deutlich mehr werden und die Produktion von Ripple darf nicht mehr steigen. Das bedeutet dann, irgendwann wäre die Nachfrage etwas größer und das Angebot gleichbleibend und das würde dann dazu führen, dass der Ripple-Kurs eben steigen kann und darauf spekulieren viele. Ja, ansonsten seht ihr auch bei allen anderen Währungen eben diese Möglichkeit, das mal nachzurechnen. Gebt es gerne mal einen Taschenrechner ein, lasst einfach die Kommas weg und teilt die Market Cap durch die Circulating Supply und ihr kommt genau auf den Preis. Alles klar. Nun genug, jetzt gehen wir mal wirklich in die Vollen und zwar geht es jetzt mal in die Top 5. Hier mal ein kleiner Auszug aus den möglichen Coins. Wir werden alle irgendwann mal behandeln, aber heute fangen wir mal mit den 5 an, die unserer Meinung nach aktuell die populärsten sind. Und zwar mit der Nummer 5, das ist jetzt keine Bewertung, sondern einfach nur die Aufzählung. Und zwar fangen wir mal an mit der Mutter aller Kryptocoins, dem Bitcoin. Mit über 36 Milliarden die größte Marktkapitalisierung und die meist erforschte Blockchain. Das zeichnet sich aus, indem wir eben einen größeren Block-Size haben. Sprich, es wurden schon mehr Blöcke erschlossen. Ist aber auch ganz logisch, weil es auch die älteste Währung ist. Vergleichbar mit Gold, so könnte man fast sagen, denn auch Bitcoins müssen gemeint werden. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Aber es geht eben darum, dass Bitcoins in der Regel genauso begrenzt sind wie Gold. Gold hat einen gewissen Wert, weil man nur so und so viel Vorkommen auf der Welt findet und demnach möchten, je nachdem wie viele Leute gerade Gold möchten, steigt dann der Preis. Gleiches gilt bei Bitcoins. Wir haben hier zwar keine Berge physisch, sondern wir haben hier einfach nur ein Maximum. Aber dieses Maximum von 21 Millionen Coins, die jemals rausgegeben werden, was spätestens 2130 der Fall sein wird, es gibt einfach keine Möglichkeit, die nachzuproduzieren. Das heißt, das Angebot wird immer das gleiche bleiben und es kann nur die Nachfrage verändert werden. Und somit prognostizieren halt viele, dass der Bitcoin noch einige tausende Euros an Hürden nehmen wird, bevor er dann an sein Maximum angekommen ist. Aber auch das wieder wilde Spekulation, das müsst ihr selbst entscheiden. Ideal für Übermittlung von Zahlungen oder Daten, dafür ist er eigentlich vorgesehen und er gilt als sehr, sehr sicher und dezentral, das heißt, keine fremde Hand hält die Hand drüber.
Es gibt kein Kontrollorgan in dem Sinne, es gibt keine Behörden und es gibt vor allem keine so lange Wartezeiten bei der Transaktion. Es gibt eben nur den Sender und den Empfänger und drumherum einige Nodes, also einige Menschen, die das Ganze kontrollieren. Und das ist dann sozusagen dezentral, weil hier wirklich verschiedenste Menschen auf verschiedensten Kontinenten Transaktionen überprüfen, ohne dass sie sich irgendwie nahestehen. Dementsprechend ist es einfach das Dezentralste, was es gibt. Und das ist eigentlich der Grund, warum überhaupt diese Coins so im Kommen sind. Und natürlich nicht zu vergessen, die größte Popularität von allen Coins hat immer noch der Bitcoin. Jawohl. Auf der Nummer 4 haben wir Ethereum. Neben dem Bitcoin wohl die bekannteste Währung, ebenfalls auf Blockchain basierend. Und die Besonderheit hier ist, wir arbeiten hier nicht nur mit Transaktionen bzw. mit dem Austausch von Daten, die wir verschlüsseln über die Blockchain, sondern wir haben hier zusätzlich noch solche sogenannten Smart Contracts. Das heißt, Wissenschaftler, Entwickler und Menschen untereinander können sich jederzeit etwas zusenden in Form von Verträgen, die man untereinander schließt, um das Netzwerk, also in dem Fall das Ethereum, die Ethereum World sozusagen voranzubringen. Da werden Apps programmiert, da werden sonstige hilfreiche Dinge programmiert, die uns allen dann zugänglich sind. Und das ist so der Hintergrund von den Smart Contracts. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich habe auch ein Video dazu gemacht, schaut mal im Kanal, und da findet ihr Ethereum, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Und ja, ich denke mal, da wird euch geholfen. Ansonsten für die freie Entwicklung im Internet gedacht, dezentral, aber nicht komplett begrenzt wie Bitcoin, denn Bitcoin war ja so geregelt, dass es jedes Jahr zwar gewisse Bitcoins gibt und irgendwann hat man 21 Millionen erreicht, aber dann ist Ende. Hier ist es so, bei Ethereum jedes Jahr kommen 15,626 Millionen neue Ether auf den Markt. Das heißt, wir haben also jedes Jahr, wenn man so will, eine Erhöhung des Vorkommens, aber zu Beginn wird das natürlich dazu führen, dass häufige Kursschwankungen sind und große Inflation. Aber mittelfristig oder vor allem auch langfristig betrachtet würde diese 15 Millionen Erhöhung kaum noch reinspielen. Wenn wir erstmal 200 Millionen Ether auf der Welt verteilt haben, würden die 15 Millionen nicht mehr so schwer wiegen. Und irgendwann würde es kaum noch Unterschied machen und der Wert der Ether wird sich kaum noch verändern. Und das ist Ziel der Sache, man soll reagieren können. Man befürchtet bei Bitcoin, dass eventuell irgendwie die Begrenzung irgendwann mal zu einem Problem werden kann. Hier ist man davor vorgebeugt und hat halt gesagt, okay, wir haben zwar auch ein ähnliches Prinzip, aber wir hören nicht ganz auf. Wir haben immer noch die Chance, eben nachzuproduzieren, falls aus irgendeinem Grund das Angebot steigen muss. Und gehandelt wird bei Ethereum in der Regel in Ether bzw. in Gas. Ein großes Potenzial für Unternehmen und Entwickler. Und damit sind wir auch schon bei Dash. Bei der Nummer 3. Dash ist ursprünglich Darkcoin. Darkcoin habt ihr vielleicht schon mal gehört. Beide basieren, also sprich Dash und Darkcoin ist ein und dasselbe. Und basiert auf dem sogenannten Bitcoin-Code. Der Bitcoin-Code ist also das, woraus die Blockchain entstanden ist und Dash funktioniert 1:1 ganz genauso. Das Einzige, Dash hat noch eine Erweiterung und zwar hat Dash noch eine sogenannte Trustless Mixing Service Protokollebene. Fragt mich jetzt nicht nach technischen Details, ich habe keine Ahnung, wie das genau programmiert wird, aber ich weiß eins, dass es dadurch noch anonymer ist und das ist der Grund, warum sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht irgendwelche Gründe haben, warum sie besonders anonym sein wollen, eben gerade Dash nutzen, um das durchzuführen. Dieses Protokoll ist noch besser verschlüsselt und das ist ein Mehrwert bei Dash, deshalb auch so gefragt. Ja, auch hier ähnliches Prinzip wie beim Bitcoin, keine 21 Millionen, sondern hier sind es maximal 19 Millionen Dash-Coins, auch hier wieder komplett dezentral. Und warum sage ich eigentlich noch die ganze Zeit dezentral? Irgendwie sind doch alle dezentral. Aber jetzt kommen wir mal zu einem genauen Gegenstück und zwar zu Ripple bzw. Ripple XRP. Eigentlich war Ripple ein währungsneutrales Netzwerk. Also dafür war es gedacht. Doch irgendwann hat man überlegt, okay, man kann doch daraus so eigentlich eine eigene Währung kreieren. Und so fängt es an, aus der Reihe zu tanzen. Aus einem ursprünglichen Netzwerk, das währungsneutral sein sollte, wurde plötzlich ein Handelsplatz und ein Zahlungsnetzwerk. Und dieses Zahlungsnetzwerk hatte eine Währung, mit dem es gehandelt hat, und diese Währung hieß nicht Ripple, sondern XRP. Deshalb seht ihr auch immer den Namen Ripple XRP. Ripple ist eigentlich ein Zusammenschluss aus zwei verschiedenen Dingen, aber heute natürlich Ripple der Name und wir wissen alle, was wir meinen. Wir sagen Ripple, meinen aber XRP, denn die werden gehandelt. Ja, Ripple ist im Vergleich zu allen anderen zentral, denn es ist nicht so dezentral, dass es über eine Blockchain funktioniert wie die anderen Modelle. Sondern Ripple funktioniert, ich blende es mal vorweg ein, basiert auf einer sogenannten Open Source Technology. Ist so ähnlich wie die Blockchain, allerdings ist sie viel mehr von menschlicher Hand gesteuert und kann auch von menschlicher Hand kontrolliert werden.
Und das ist der Grund, warum eigentlich Ripple XRP überhaupt nicht ins Konzept von den ganzen Kryptocoins passt. Dennoch wird XRP als Kryptocoin gewertet und deshalb finden wir Ripple immer in den Rankings. Ja, dementsprechend, weil es eben nicht ganz ohne irgendwelche Hände über dem Kopf da funktioniert, haben wir eben dementsprechend die Möglichkeit, dass es jederzeit nachproduziert werden kann. Und das hat zur Folge, dass nicht nur jetzt schon fast 40 Milliarden Ripple unterwegs sind, sondern dass wahrscheinlich noch deutlich mehr in Zukunft folgen können, folgen werden. Und das heißt, wir haben in Zukunft immer die Möglichkeit, dass von einem auf den anderen Tag der Wert von Ripple XRP jederzeit verändert werden kann. Und eigentlich ist es nichts anderes als Geld. Ja? Und das ist wohl auch der Grund, warum es die Währung der Banken genannt wird. Denn aktuell haben 15 von 50 Top-Banken auf der Welt bereits Ripple in ihrem Portfolio, bieten es aktiv an, beziehungsweise bauen gerade Technologien oder Vertriebe darauf auf, dass das eben massentauglich wird. Gut, und das letzte für heute ist eigentlich, ja, auch meiner Meinung nach eine schöne Geschichte, und zwar der Litecoin. Litecoin ist eigentlich genauso alt wie der Bitcoin, ein Ticken jünger vielleicht, aber es funktioniert 1:1 genau wie der Bitcoin und die Blockchain. Nur hier ist es so, Bitcoin muss ja komplett gemined werden und das dauert sehr, sehr lange und da braucht man ganze Rechenzentren mittlerweile. Hier ist der Fokus nicht ganz so auf das komplizierte Mining ausgelegt, sondern mehr damit, ja, dass man schneller an die Mining, an die Litecoins kommt. Das heißt, man kann mehr in Umlauf bringen, man kann besser damit handeln und somit ist Mining zwar auch hier unabdingbar, allerdings viel, viel schneller. Blöcke werden viermal so schnell erzeugt. Und dementsprechend durch das schnellere Mine wird es eben besser in die Bevölkerung gebracht, ja? Oder in Umlauf gebracht. Deshalb ist Litecoin auch bekannt als das Silber der Kryptos. Wenn wir Bitcoin mal als Synonym für Gold nehmen, dann wäre Litecoin das Silber. Das heißt, eine sehr bekannte Währung, die auch sehr viel genutzt wird, hat auch eine gute Marktkapitalisierung. Aber wir haben eben deutlich mehr davon auf dem Markt. Ja? Okay, also hier ist die Begrenzung auf 84 Millionen insgesamt. Das heißt also einfach mal fast viermal so viel oder genau viermal so viel wie der Bitcoin. Das macht es eben dementsprechend auch nur viermal so wertig. Und das ist der Grund, warum wir es hier Gold und Silber nennen. Ja, Freunde, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal oder fragt mich gerne Fragen jeglicher Art im Kommentarfeld. Ansonsten bleibt mir, glaube ich, nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch einen richtig geilen Abend und bis dann. Ciao.